So, jetzt wird es nicht kompliziert, aber jetzt muss man ein bisschen aufpassen, weil jetzt wählen wir die Mitglieder des Opferfondsbeirates beim Hessischen Landtag. Wir haben am 8. Juli beschlossen, dass wir einen Fonds für die Opfer und Angehörigen schwerer Gewalttaten einrichten. Danach gehören dem Opferfondsbeirat insgesamt 11 Mitglieder an, ein von dem Landtagspräsidenten benanntes Mitglied als Vorsitzender, 5 Mitglieder auf Vorschlag der Regierungsfraktionen und 5 Mitglieder auf Vorschlag der Oppositionsfraktionen. Die Mitglieder werden mit Mehrheit, das betone ich bewusst, für die Dauer einer Legislaturperiode gewählt. Und ihnen liegt der Wahlvorschlag der Regierungsfraktion, also von CDU und Bündnis 90 die Grünen, vor. Die Drucksache 20-6462. Ich darf zur Sicherheit fragen, gibt es weitere Vorschläge der Regierungsfraktion für die Mitglieder des Opferfondsbeirates? Das ist nicht der Fall. Wenn Sie einverstanden sind, können wir durch Handzeichen abstimmen. Ich sehe keinen Widerspruch, dann wollen wir das tun. Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer dem Wahlvorschlag von CDU und Bündnis 90 die Grünen, Drucksache 20-6462, zustimmt, den bitte ich um sein Handzeichen. Das ist die AfD, CDU, Freie Demokraten, Bündnis 90 die Grünen, die SPD. Wer stimmt dagegen? Das ist niemand. Wer enthält sich der Stimme? Die Fraktion Die Linke. Und insoweit kann ich feststellen, dass der Wahlvorschlag die erforderliche Mehrheit gefunden hat und damit die Kollegin Birgit Heitland, der Abgeordnete Alexander Bauer, die Abgeordnete Katrin Anders, der Abgeordnete Lukas Schauder und Frau Nora Frömel vom Rat der Religion in Frankfurt als Vertreter der Regierungsfraktion in den Opferfondsbeirat gewählt sind. Wir kommen jetzt zu den Wahlvorschlägen der Oppositionsfraktionen. Hier liegt Ihnen vor ein Wahlvorschlag der AfD, das ist die Drucksache 20-6460, und ein gemeinsamer Vorschlag von SPD und Freien Demokraten, das ist die Drucksache 20-6461. Darf die Oppositionsfraktionen fragen, ob es weitere Vorschläge gibt. Das ist offensichtlich nicht der Fall. Und wenn Sie einverstanden sind, können wir auch hier per Handzeichen abstimmen. Keiner erhebt Widerspruch, dann wollen wir das so machen. Ich will Sie jetzt darauf hinweisen, dass für diese beiden Wahlvorschläge der Oppositionsfraktionen Sie nur eine Stimme abgeben können. Also das heißt, Sie müssen sich jetzt entscheiden, entweder oder Enthaltung. Deswegen darf ich fragen, wer dem Wahlvorschlag der Fraktion der AfD mit der Drucksache 20-6460 zustimmt, den bitte ich um sein Handzeichen. Das ist die Fraktion der AfD. Und ich darf fragen, wer stimmt dem Wahlvorschlag der Fraktionen von SPD und Freien Demokraten mit der Drucksache 64-61 zu, den bitte ich um sein Handzeichen. Das sind die Freien Demokraten, die CDU, Bündnis 90 die Grünen, die SPD. So, ja, und enthält sich jemand der Stimme? Das ist die Fraktion Die Linke. Und insoweit kann ich feststellen, dass der Wahlvorschlag der Fraktion der AfD nicht die erforderliche Mehrheit erhalten hat. Und ich kann feststellen, dass der Wahlvorschlag der Fraktion der SPD und der Freien Demokraten die erforderliche Mehrheit erhalten hat. Damit sind die Abgeordnete Nancy Faeser, der Abgeordnete Günter Rudolph, der Abgeordnete René Rock, der Abgeordnete Stefan Müller und Herr Jörn Dudige, der Beauftragte der Evangelischen Kirche in Hessen, als Vertreter der Oppositionsfraktion in den Opferfondsbeirat gewählt. Wir sind damit am Ende der Abstimmung. Ich habe aber noch zwei Punkte. A. Die Fraktion der SPD bittet die Große Anfrage unter den Tagesordnungspunkten 28 in den Sozial- und Integrationspolitischen Ausschuss und die Große Anfrage unter Top 29 in den Hauptausschuss zu überweisen. Ich sehe keinen Widerspruch, dann machen wir das so. Und was machen wir mit den anderen Tagesordnungspunkten? Alles ins nächste Plenum. Schieben wir ins nächste Plenum. Es war schön mit Ihnen. Ich bedanke mich. Bis bald. Sitzung ist geschlossen.